Hallo liebe Freunde der sonntäglichen Scammer-Verarsche auf diesem Kanal. Ich bin wie immer der Callcenter-Crasher und wünsche euch einen schönen Sonntag an einem tollen Wochenende. Im ersten Anruf lernen wir die nächste Generation der Betrüger kennen. Diese neue Generation ist nicht in der Lage, Telekommunikationsgeräte zu bedienen und weiß nicht, von wo aus sie telefonieren. Hört euch den Spaß an. Nach dem Intro geht's los. Guten Tag. Ja, Thomas Müller, den Kontomanager, ruft Ihnen an. Ich spreche mit Richard Siebeneiche, ja? Ja. Genau, eigentlich, also ich habe im Büro Ihre Daten gefunden. Sozusagen. Gefunden? Es geht über den Online-Handel. Wo haben Sie denn da die Daten gefunden? Im Büro. Also, Sie haben noch kein aktives Handelskonto und das ist der Grund, warum ich Sie erreiche. Weil sozusagen jetzt haben wir in unserer Firma die neue Berater bekommen mit 10-jähriger Erfahrung und sozusagen haben wir Ihre Daten mit anderen Kunden gefunden. Natürlich, also haben wir sehr, sehr viele Kunden täglich, bekommen wir die Anrufe auch. Aber da ich diese Daten gefunden habe, ich wollte unbedingt Sie erreichen und nachfragen. Haben Sie daran noch Interesse oder nicht? Weil wir haben die Experten, die können Sie unterstützen, aber falls Sie es nicht annehmen werden, wir werden andere Kunden annehmen. Und da Sie es als erstens gemacht haben, das ist der Grund, warum ich Sie erreiche. Was habe ich als erstes gemacht? Sozusagen haben wir die Werbung sozusagen zugeschickt und Sie haben unsere Werbung überprüft, Sie haben nachgeschaut, dass dort mit dem Onlinehandel, wie es alles funktioniert und haben Sie dann Interesse geäußert und haben wir die Informationen bekommen, das war in unserem Büro dann im Papier gespeichert, Ihre Daten. Sozusagen, nachdem hatten Sie kein aktives Handelskonto, sozusagen bei unserer Firma, und da Sie noch kein Handelskonto haben und da wir die neue Experten erhalten haben, sozusagen jeder Expert kann natürlich nicht jeder Kunde annehmen, also haben wir die verschiedenen Experten, aber schauen Sie, also das ist so, dass also wir bekommen täglich tausende Kunden, ja, also tausende Anrufe und sozusagen es wird bald auch kein Platz mehr hier sein und sozusagen, dass Sie die gute Möglichkeit eigentlich haben, Onlinehandel anzufangen und eigentlich die große Profite zu machen, weil unsere Expert wird Ihnen dabei weiterhelfen. Und das ist eigentlich, was Sie brauchen, ja, von unserer Seite. Den hochqualifizierten Expert. Er macht Analyse, gibt Ihnen frische Signale, Sie profitieren und ja, also ist auch in Ihrem Interesse. Oh, schon wieder. Hallo? Zum Telefon. Herr Siebeneicher. Ja. Hören Sie mich? Ja. Ja, der Anruf wurde beendet. Also, warum beenden Sie denn den Anruf, wenn Sie telefonieren? Ich telefoniere mit Richard. Ja, eben. Und warum haben Sie den Anruf beendet? Ich habe es nicht gemacht. Ja, ich auch nicht. Oh, ich entschuldige mich, vielleicht war ein Systemfehler, aber passiert auch manchmal, weil ich entschuldige mich, also sowas werde ich natürlich nicht machen und ich habe auch nicht gedacht, dass sie es gemacht haben, ich habe gedacht einfach, dass der Netzwerk war weg und deswegen, also passiert, aber nicht sehr selten, ja. Ja, bevor die Leitung, mich dafür natürlich. Bevor die Leitung wieder wegbricht, welche Firma sind Sie denn überhaupt? Natürlich, also sozusagen, wir sind das größte Unternehmen, eine von den größten. Und welches? Bei der Finanzbörse. Welches? Habe ich ja, genau gefragt. Genau, Immediate Next Gen, so heißt unsere Firma. Und sozusagen den Handelsplattform, also wo Sie online handeln können und es alles sehen können, werden Sie natürlich zusammen mit dem Berater bekommen. Sie müssen dann auch die Erstmal möchte ich gerne Ihre Webseite sehen. Haben Sie eine Webseite? Natürlich. Ja. Gut. Schreiben dann, Sie. Ja, ich schreibe. www. Haben Sie geöffnet? Und weiter? Genau. Schreiben Sie immediate. Ja, buchstabieren Sie bitte. I wieder. Ja. M wie Martha.
Ja. M wie Martha, E wie Ja. Emil, D wie Dora, I wie Ida, A wie Anton, T wie Theodor, E wie Emil, Ja. minus N Ja. wie Nordpol, E wie Emil, Nicht so schnell. X wie Nicht so schnell. N wie Nordpol, dann. E wie Emil, Ja. X wie Xavier, Ja. T wie Theodor, Ja. G wie Gustav, Ja. E wie Emil Ja. und N wie Nordpol. Punkt com. Punkt com. Gut, dann schaue ich mir mal Ihre Genau, also Webseite an. Lassen Sie sich die das bitte so kurz zwei schwarze. aufrufen. Und eigentlich früher, also bevor wir die Information erhalten haben, Sie haben genau auf dieser Webseite sich registriert und sozusagen deswegen gibt es diese Information noch in unserem Büro. Also das war natürlich viel früher, aber da diese Information bei uns gab, da dieses Papier bei uns im Büro liegt, ist der Grund, warum ich Sie erreiche. Und schon wieder ist er weg. Dann überprüfen wir doch mal schnell, wie alt die Seite ist. Der kommt gleich wieder rein, automatisch wahrscheinlich. Da ist er wieder. Hallo? Hallo? Ja, wieder unterbrochen. Ich entschuldige Von mich. wo aus rufen Sie denn an? Wie bitte? Von wo aus Sie anrufen, dass Sie eine so schlechte Telefonleitung haben? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht gibt es bei Ihrem Handy ein schlechtes Signal Ich und nutze das könnte auch der. kein Handy. Sie rufen ja auf ein Festnetztelefon an. Auf Daher Festnetz. die Hallo, daher bitte die Frage, von wo aus rufen Sie an? Von Berlin, was meinen Sie, von wo? Ja, das habe Me ich ja gefragt. meinen Sie den Ort? Ich habe genau, aus welchem Land? Ach so, okay, ja, dann Berlin. Ja, Berlin, okay. Genau, aber haben wir auch Unternehmen in vielen Ländern, auch in Ja, das Schweiz, in interessiert mich mehr. Großbritannien? Das hat mich ja gar nicht interessiert. So, Ihre Firma. Der Sitz ist in Berlin. Wo denn da in Berlin, bitte? Brauchen Sie die genaue Straße von Richtig, unserer Firma oder genau. also sozusagen die von unserem Büro darf ich Ihnen nicht mitteilen, weil also Sie werden dann die Möglichkeit haben, bei uns zu kommen, etwas zu schmeißen, Richtig, ja, das natürlich habe ich die kaputt zu machen. Möglichkeit. Das Kaputt brauchen wir zu natürlich machen. nicht. Ist Ihre Firma so schlecht, dass die Ja. Kunden Sie kaputt machen wollen? Nein, schauen Sie, also bei unserer Firma, also im Büro sitze ich, aber die Kunden dürfen nicht im Büro kommen. Das ist Warum auch nicht? selbstverständlich logisch auch, Das ist ja. nicht logisch, nein. Das ist nicht Das ist logisch. logisch, weil, Nein, das machen im also Allgemeinen nur Betrügerfirmen. Sind Sie eine Betrügerfirma? natürlich nicht. Schauen Sie, können Sie Okay. im Amazon-Büro reingehen? Ich kann Amazon zurückrufen. Sie kann ich offensichtlich nicht zurückrufen. Er ist schon wieder raus. Ich glaube, jetzt will er nicht mehr. Was kaputt machen? Herrlich. Herrlich, ne? Alter Falter. Die stellen sich aber auch selber immer Beine, Alter. Die sind Also so doof. Dänemark, eine Handynummer und Belgien. Drei Ja. Nummern. Ja. Aber auch sitzt in Berlin. Ja. Sitzt in Berlin, ja. Ja, nee. Klar. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Paul Rothamöller, richtig? Ja, das ist richtig. Ich grüße Sie, Herr Rothamöller. Mittlerweile ist am Apparat. Ich melde mich vom Finanzmarkt, wo Sie sich heute gerade eben angemeldet haben. Ja? Das ging ja Ich bin Ihre fix. Kundin. Wie bitte? Das ging ja fix. Also, das ist eigentlich unser Vorteil, ja? Nachdem Sie Ihre Daten auf unserer Werbung hintergelassen haben, Ihr Portfolio würde automatisch weitergeleitet bei mir. Und genau deswegen habe ich mich bei Ihnen gemeldet, ja? Ich bin Ihre Kontomanagerin und helfe Ihnen weiter beim Handelskontoaktivierung, ja? Ja. Aber am Anfang, sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung auf dem Finanzmarkt oder das ist ganz neu für Sie? Das ist relativ neu für mich, ja. Okay, dann kann ich ja fragen, wie alt sind Sie? Ihre Stimme klingt sehr jung ans Das Telefon. musste ich doch gerade ausfüllen.
Also wegen der Sicherheitsgründe, ich sehe das leider nicht, deswegen frage ich Ihnen, ja? Ja, das ist, ich bin 57. 57. Okay. Und kommen Sie ursprünglich aus Deutschland oder haben Sie auch andere Staatsangehörigkeit? Das habe ich doch auch ausgefüllt. Verstehe ich jetzt Wie gerade gesagt, nicht. also wegen des Sicherheitsgrundes, ich sehe das leider nicht im System. Ich sehe nur Ihren Ich Namen bin, und Nachnamen. Mehr ja, nicht. ich bin aus Deutschland, ja. Okay. Und haben Sie auch andere Staatsangehörigkeit oder haben Sie nur die deutsche? Ich habe nur die Deutsche. Okay. Und arbeiten Sie oder womit sind Sie beschäftigt? Was ist Ihr Beruf? Ich bin selbstständig. Okay. In welcher Richtung? Darf ich Ihnen fragen? Nö, das ist ja meine Sache. Okay, alles klar. Und Sie haben das jetzt noch nicht auf dem Finanzmarkt gehandelt, ist das korrekt? Das hatte ich Ihnen bereits auch schon geantwortet. Okay, alles klar. So, Herr Rottmüller, ich erkläre Ihnen die Rute weiteren Möller. Informationen. Rütemüller, Entschuldigung. Ich erkläre Ihnen die weiteren Informationen, was für einen Service Sie von unserer Seite bekommen, und dann helfe ich Ihnen weiter beim Handelskontoaktivierung, ja? Ja, So. dann erklären Sie mal. Okay. Dass Sie in dieser Richtung gar keine Erfahrung haben, das ist eigentlich überhaupt kein Problem, ja? Also machen Sie keine Sorge davor, weil Sie bekommen von unserer Seite hochqualifizierte und hochmathematisch ausgebildete Berater. Also das bedeutet, Sie handeln nicht alleine auf dem Finanzmarkt, sondern haben Sie von unserer Seite professionelle Unterstützung, einen Finanzexpert, der für Sie auf dem Finanzmarkt arbeitet, ja? Also das bedeutet, Sie werden während des Geschäfts betreut und unterstützt worden, ja? Außerdem, Sie bekommen auch von meiner Seite, nachdem wir Ihr Handelskonto aktivieren, bekommen Sie von meiner Seite die Zugangsdaten. Also das bedeutet, Sie kontrollieren immer Ihr Handelskonto, ja? Sie kontrollieren zum Beispiel, welche Positionen hat Ihr Berater für Sie geöffnet, wie viel Geld Sie auf dem Finanzmarkt gewonnen haben und so weiter und so fort, ja? Das ist immer alles unter Ihrer Kontrolle. Die einzige Sache, was wir danach von Ihrer Seite brauchen, ist einmal oder zweimal ungefähr pro Woche mit Ihrem Berater am Kontakt zu sein, ja? Weil Sie arbeiten danach auf dem Finanzmarkt mit Ihrem Berater. Soweit ist alles klar oder haben Sie irgendwelche Fragen? Ja, noch nicht. Bis jetzt haben Sie ja nur grob erzählt. Was bieten Sie denn an überhaupt genau? Also, Sie können bei uns mit minimaler Einstiegskapital Ihr Handelskonto aktivieren. Danach bekommen Sie die professionelle Das Unterstützung. haben Wie Sie gesagt, bereits gesagt. Ich habe aber gefragt, was Sie anbieten genau. Sie bieten jetzt nur einen irgendwelchen Professionellen, aber was genau bietet Ihre Firma an? Mit was kann ich handeln? Welche Verdienste habe ich? wir haben verschiedene Vermögenswerte, womit Sie auf dem Finanzmarkt handeln, ja? Ja, Das welche? entscheiden Sie, also mit Bitcoin, mit Amazon-Aktien, mit Rohstoffen, mit Gas und so weiter und so fort, ja? Ja, gut, ich Also, hätte womit? gerne mit Rohstoffen gehandelt. Okay. Schauen Sie, in weiteren 24 Stunden bekommen Sie von Ihrem Finanzberater das erste Anruf und Sie können dann mit Ihrem Finanzberater für Sie passende Strategie und auch die Produkte, womit Sie auf dem Finanzmarkt handeln möchten, mit Ihrem Finanzberater vereinbaren, ja? Und Ihr Finanzberater hilft Ihnen dabei, wie Sie erfolgreich auf dem Finanzmarkt handeln können, ja? Das heißt, der Finanzberater ruft mich auch am Sonntag an. Also, wegen des Wochenendes Grund, Sie bekommen das erste Anruf, also spätestens am Montag. Und das erste Anruf ist ganz wichtig, weil damit können Sie Ihren Finanzberater kennenlernen und wie gesagt, für Sie passende Strategie auf dem Finanzmarkt aufzubauen. Das sagten Sie bereits, ja. Soweit ist alles gut, oder haben Sie noch irgendwelche Fragen? Ja, wie gesagt, Sie konnten mir jetzt keine Frage beantworten, dann warte ich auf das Gespräch mit dem Finanzberater. Also, falls Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mich gerade stellen. Ich werde alle Ihre Fragen beantworten. Das ist Ja, meine Arbeit. das hatten wir doch gerade schon probiert. Sie konnten meine Frage ja nicht beantworten. Sie haben gesagt, das macht der Welche Finanzberater. Frage? Meine Frage war zum Beispiel, ich möchte mit Kobalt und seltenen Erden handeln, mit Rohstoffen. Wie ist dieser Preis auf die beiden Handelsprodukte?
Also, schauen Sie, Herr Rote Müller, ich bin nur Kontomanagerin. Ja, Unter meinen eben. Kompetenz liegt, darf ich bitte das erklären? Natürlich. Unter meinen Kompetenz liegt, dass Ihr Handelskonto bis zum Ende vollständig aktiviert ist, ja? Also, das ist meine Arbeit. Unter Ihrer Finanzberaterskompetenz liegt schon die weitere Informationen mitzuteilen, wie es gehandelt wird und wo können Sie die Positionen öffnen, ja? Also, ich bin keine Finanzberaterin, sondern ich bin eine Kontomanagerin, ja? Ja, dann. Ich habe es bereits Sie erklärt, was für einen Service Sie haben von unserer Seite und so weiter und so fort, ja? Solche Fragen, was Sie mir gerade gestellt haben, das können Sie schon an Ihre Finanzberater fragen, nachdem wir Ihr Handelskonto aktivieren. Wie gesagt, haben Sie dann erste Session mit Ihrem Finanzberater. Wie kann ich denn dieses Handelskonto aktivieren? Davor haben wir verschiedene und sichere Zahlungsmöglichkeiten, wie Visa und Mastercard und Online-Überweisung ist. In diesem Fall, Sie entscheiden selbst, womit möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren. Ich vorbereite es für Sie und das bekommen Sie per E-Mail. Ja gut, dann sehen Sie. Ich würde gerne per Überweisung machen. Okay, dann ich überprüfe Ihre E-Mail-Adresse, was ich hier im System sehe. Das lautet rotemoeller@mailbox.org. Ist das korrekt? Ja, ist richtig. Okay. Dann ich überprüfe Ihre Daten, was ich hier geschrieben habe, damit ich für Sie folgende Bankverbindung vorbereiten kann, ja? So, da haben wir gesagt, Sie sind 57 Jahre alt, kommen Sie ursprünglich aus Deutschland und haben Sie eine deutsche Staatsangehörigkeit, Sie sind selbstständig, ist das korrekt? Ja, das hatte ich Ihnen ja gerade erzählt. Ich mache Ihre Portfolio, in diesem Fall, damit ich keine Fehler mache. Hallo? 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 Hallo, Stefan. Wer ist denn da? Matthias Reschke hier. Wie geht es Ihnen? Alles gut? Ja, ich kenne Sie aber gar nicht. Aber, ja, das stimmt. Aber ich habe Ihnen von Finanzinstitutionen angerufen. Von welcher? 500 plus. Ja. Haben Sie 500 plus gehört? Ja, habe ich mal schon mal gehört. Steht in Zeitungen häufig. Ja, weil Ihre frühe Investition, die Sie haben schon gemacht haben, ja? Nee, ich habe bei 500 plus nicht investiert. Aber in welcher Firma haben Sie schon eine Investition gemacht? Das geht Sie doch gar nichts an, ich kenne Sie doch gar nicht. Haben Sie schon eine frühe Erfahrung? Ja, ich habe Erfahrung. Okay, und ich sehe, dass Sie haben momentan keinen Handel mehr machen. Ja, und? Weswegen rufen Sie jetzt an? Weil wir werden zusammen die neue Handelskonto aktivieren. Ein Handelskonto aktivieren? Ja, die neue Handelskonto. Wo denn? Auf 500 plus. 500 plus? Nee, soweit ich weiß, heißen die doch plus 500. 500 plus oder plus 500, es ist die gleiche. Nein, das ist nicht das gleiche. Wie heißt denn diese Webseite? Website 500 plus. 500 plus? Also ich kenne es nur unter plus 500. Also dann nennen Sie mir mal die Webseite, dann gebe ich die mal ein. Und da haben Sie die... Hallo, nennen Sie mal bitte die Webseite www. und weiter. Plus 500. Plus 500.com. So. Ja? Haben Sie es gefunden? Ich rufe gerade auf, ja? Weil Sie hatten ja gesagt 500 plus.
Das ist ja was anderes. Es spielt keine Rolle. Doch, das spielt plus eine große fünf. Rolle. Das spielt eine große Rolle. Ob plus 5... Augenblick. Plus 500.com oder 500plus.com ist eine ganz andere Webseite. So, ich habe Sie von plus 500.com angerufen. Ach so, weil Sie anfangs gesagt haben 500 plus. Es tut mir leid. Das war ein Fehler. Ja, richtig, das war ein Fehler. Genau, das war ein Fehler. Ja. So, und was bietet Ihre Firma jetzt an? Ein Handelskonto. Ja. Da Sie werden diese Handelskonto kostenlos bekommen. Sie werden auch eine automatische Software von unserer Seite kostenlos bekommen. Und eine Handelsexpert. Okay, dann handeln Sie mal los. Und ein Bonus auch. Das ist 100% auf den Betrag, dass Sie werden dieses Konto aktivieren. Nö, das war ja kostenlos. Sie haben doch gesagt, ein kostenloses Konto. Ja, kostenloses da muss ich ja, Konto. Ja, da muss ich ja kein Geld einzahlen. Kostenlos ist immer ohne Geld. So. Sie werden kein Geld einzahlen. Weil dieses Konto ist kostenlos, aber Sie müssen dieses Konto aufladen mit Geld. Mit Geld? Mit wessen Geld? Ja. Gut, okay. Das Geld, Ja. Wo genau muss ich das dann einzahlen? Sind Sie bereit, ja? Sie ja. Sie wollen diese Einzahlung jetzt machen, ja? Ja, plus, ja. Ja, ich bin da. Oh, Sie haben keine Frage, ja? Die kommt vielleicht später noch. Haben Sie schon alles verstanden, ja? Ja, mir fallen bestimmt noch Fragen ein. Ja, welche Frage haben Sie? Ja, später wahrscheinlich noch. Später? Ah, okay. So, was benutzen Sie für Online-Transaktionen? Ja. Deine Muschi Mutter? Ach, da haben wir ihn wieder, einen Betrüger. Kleine Hurensohn. Großer Hurensohn, großer Hurensohn. Du bist ein großer Hurensohn, genau. Du bist ein großer Hurensohn, ja, genau. Du scheiße Betrüger. Ja gut, lieber schwul als dumm wie du, genau. Lieber schwul als dumm wie du. Ey, du bist ein lieber schwul? Ja, ich bin lieber schwul als dumm wie du. Du bist dumm. Genau. Ich bin schwul, aber schlau. Du bist ja nicht mal schwul. Du bist ein Eselficker bestimmt oder ein Schweineficker. Fickst du gerne mit Schweinen? Nein. Oh, Ich bin kein Deutscher. Ach, das hätte ich kaum gedacht an deiner perfekten deutschen Sprache. Hör doch mal auf zu stottern. Warum stotterst du so? Hast du Angst vor mir? Warum hast du denn Angst? Was ist los mit dir, kleiner dummer Betrüger? Der liegt doch sowieso gleich auf, weil er Angst hat. Ja, natürlich liegt er gleich auf, weil er Angst hat. Er will mich noch eine Runde beleidigen. Komm, dann gib dir mal Mühe, beleidige mich doch mal eine Runde. Nun los! Gib dir doch mal Mühe! Du scheiße Schwul. Auch mehr hast du nicht drauf? Komm, gib dir doch mal ein bisschen Mühe, kleiner Eselficker. Eselficker. E wie Eselficker, genau. Eselficker. Wie Eselficker. Schweineficker. Du lachst dich über dich selber kaputt, ne? Weil du so dumm bist, ne? Ich bin kein dumm. Oh, du bist ein ganz dumm. Du bist ein ganz dumm. Nein. Du bist nicht nur ein dumm, du bist ein Strohdumm. Das geht dich gar nichts an. Das geht doch gar nichts an, du kleiner dummer Betrüger. Ich lach dich aus. Du scheiße Idiot. Du bist kein Betrüger? Okay, prima. Dann kannst du mir ein paar Fragen beantworten. Möchtest du? Hey, du bist doch kein Betrüger. Dann sag doch mal, wo ist dein Sitz deiner Firma? Sag doch mal, du bist doch kein Betrüger, dann kannst du das doch sagen. Dann sag doch mal. Sie haben,
Wo? Sag doch mal, wo? Sag doch mal, sag doch mal, sag doch mal. Wo bist du lizenziert? Wo bist du lizenziert? Ja, siehst du, du bist also doch ein Betrüger. Du bist also ein kleiner, dummer Betrüger. Hey Leute, lach die doch einfach mal aus. Lach den kleinen, dummen Betrüger doch mal aus. Gestohlen und ich habe so viele Leute wie scheiße dumm. Ja, so scheiße dumm wie du bist. Ne, genau, du bist scheiße dumm. Leute, lach die doch mal. Geh du doch mal weg. Du bist doch so dumm. Ach, jetzt, schade, jetzt habt ihr ihn gar nicht mehr auslachen können. Warum hat er denn jetzt aufgelegt? Ja, wir haben mich doch so nett unterhalten. Hallo? 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 Ja, guten Tag, Herr Meier. Andreas Kubinski von iTrades Pro. Schön, zu erreichen. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Perfekt. Ich hoffe, ich störe Sie gerade nicht, Herr Meier, da ich kurz mit Ihnen über Robotertrading, automatisiertes Handeln sprechen wollte, da Sie Online-Interesse für den Finanzmarkt gezeigt haben. Passt es gerade bei Ihnen? Ja, das passt schon. Perfekt. Könnte ich Ihnen auch unsere Plattform kurz mal vorstellen, damit Sie auch sehen können, wo wir reguliert und zugelassen sind? Ja, natürlich dann auch unsere Lizenznummer. Dann starte ich mal den Rechner, dann können Sie mal Ihre Plattform nennen. Okay, perfekt. Machen wir so. Rechner fährt gerade hoch. Alles klar. Sind Sie gerade auf der Arbeit? Oder ich bin im Büro. Zu Hause? Ah, okay. So, kann losgehen. Dann machen wir das ganz kurz und bündig. So, iTrades, also Ida, Theodor, Richard. Ja, iTrades. Anton. Ja, Pro. Also iTrades, Bindestrich oder Minus, dann kommt Pro. Paula, Richard, Otto. Ja. Kommen. Okay. So. Dann öffnet da eine Seite. Ja, genau. Genau, gut. Okay, dann berichten Sie mal, was Sie anbieten. Genau, also Sie haben unsere Werbung online gesehen, wo man mit minimalem Betrag, 250 Euro, in verschiedenen Finanzprodukte teilnehmen kann, zwar vollautomatisch, also mit der KI handeln. Wenn Sie nach unten scrollen, sehen Sie natürlich auch unsere Handelskontoarten. Einmal Standard, 250 Euro. Hatten Sie schon mal Erfahrung in diesem Bereich, Herr Meier, wenn ich fragen dürfte? Ich habe mich ein bisschen informiert, ja. Aha, okay. Nachdem Sie ein Konto bei uns aktiviert haben, haben Sie die Möglichkeit, natürlich auch eine App herunterzuladen, wo Sie dann alle Operationen in Echtzeit sehen können. Also was mit Ihrem Geld, anders gesagt, gemacht wird, sehen können. Eine Woche Probezeit, ja. Nach einer Woche, wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann können Sie logischerweise weitermachen. Wenn es nicht, dann haben Sie die Möglichkeit, dort mit einem Klick Geld auszahlen zu lassen. Und einen Finanzberater natürlich haben Sie auch zur Verfügung, der Ihnen bei der Sache weiterhilft. Also weil, ich nehme an, mit der KI haben Sie noch nie gehandelt? Nee, oder richtig, schon? Richtig. Ich halte auch nicht viel von der KI. Okay, also sind aber Sie können ja dann mal erklären, wie, also jetzt mal angenommen, ich würde bei Ihnen einsteigen. Und wie kann die KI dann für mich handeln? Das hätte ich gerne erklärt. Ja, also Roboter Trading, also die Logik ist ja, wie soll ich das sagen? Also besser gesagt, Sie hatten ja noch gar nichts gesagt. Natürlich. Bitte? Sie hatten ja noch nichts gesagt. Sie sagten gerade besser gesagt. Ja, Sie hatten ja noch nichts gesagt. Hallo? Ja. Hallo. Hallo? Hallo, ja. Herr Adamczyk. Adamczyk ist der Name. Genau.
Einen schönen guten Tag, wie geht's Ihnen? Alles gut? Ja, gut. Das freut mich. Stefan Kraft ist mein Name und ich melde mich von dem Blockchain an, wo Sie eine Anmeldung gemacht haben beim Bitcoin 360, wenn Sie erinnern. Sie rufen von der Blockchain an? Genau. Was ist denn die Blockchain? Können Sie mir das mal erklären? Ja, das Blockchain ist eine Krypto-Plattform, wo können Sie normalerweise Ihre Einzahlung wieder zurücksetzen, zurück zu einer Auszahlung abzuheben. Ja, was Sie schon vorher schon investiert haben, um das Geld, was Sie schon auch profitiert haben, und können Sie normalerweise eine Auszahlung. Ja? Ja, deswegen habe ich ihn angerufen. Ja, es ist eine schöne ja, bitte. Bin ich richtig? Nee, also mit der Erklärung sind Sie falsch. Okay, und warum? Weil die Blockchain keine Plattform ist oder so. Sie haben die Blockchain schon komplett falsch erklärt. Okay, und wieso? Ja, versuchen Sie es nochmal. Was ist die Blockchain? Nein. Doch. Nein. Okay. Ja, was ist die Blockchain? Wir duzen uns ja nicht. Denn Blockchain ist eine Word-Adresse. Wo ist Ihrem Betrag, oder? Nein. Sonst was? Die Blockchain ist eine dezentrale Datenbank. Mehr ist die Blockchain nicht. Nein, Herr. Doch? Wirklich nicht. Doch? Nein. Geben Sie mal bei Google ein, Blockchain. Okay, Erklärung. Alles klar. Okay, dann so wie sagen Sie, das ist so. Okay, kein Problem. Ja, alles genau. Gut. Für mich ist aus. So. Für dir ist aus. Ich sage das und stimmt auf jeden Fall. Aber nee, was Sie sagen, stimmt ja nicht. Was Sie sagen, okay, stimmt ja gut. Nicht. Okay, und einfach, ich komme zum Punkt. Haben Sie schon vorher Geld investiert? Auf jeden Fall, oder? Ich wüsste nicht, dass Sie das... Mit dem verschiedenen Handelskonto haben Sie schon Geld investiert. Ich wüsste bei nicht... Binance, Coinbase, Sie müssen mich einfach mal ausreden lassen, wenn Sie Fragen stellen. Okay, nicht laut zu sprechen, okay? Sie müssen mich einfach mal ausreden lassen. Ich wüsste nicht, okay, dass Sie das etwas aber angeht, ob ich irgendwo mal gehandelt habe. Warum sollte ich Sie darüber informieren? Ich kenne Sie nicht. Ich möchte kurz Ihnen sagen. Ja, was wollen Sie mir denn sagen? Möchten Sie eine Auszahlung haben? Von was denn? Was ich schon Sie investiert habe und plus haben Sie schon auch Ihre Profite von dem Handelskonto auch. Wo habe ich denn investiert? Bei dem Bitcoin 360. Bei Bitcoin 360 habe ich investiert. Ja. Bei welcher Plattform? Ja. Die Plattform ist von dem. Kleine von dem, ja, genau. Kleinen Augenblick. Ja? Von dem Binance-Store haben Sie schon... Bitte was? Beim Binance. Und Binance, was ist das? Das ist eine Exchange-Plattform, ja? Richtig, und da kann man nicht investieren, da kann man nur exchangen, das heißt tauschen. Das ist, das ist ja keine Handelsplattform. Das, was heißt das schon? Ja, das heißt auf gut Deutsch, Sie haben keine Ahnung von dem, was Sie reden. Nein, okay, was heißt das zum Beispiel, denn Binance? Binance ist ein Exchange, eine Tauschbörse. Ja, und keine Investitionsplattform. Und sonst was? Das habe ich Ihnen doch gerade erklärt, Sie verstehen es offensichtlich nicht. Haben Sie schon Erfahrung, ja, oder? Das geht Sie gar nichts an. Aber ich sehe schon, dass Sie schon so viele Ahnung haben, deswegen. Richtig, mehr Ahnung als du. Ich glaube nicht, oder? Das sollten Sie glauben. Alles klar. Ein Betrüger, okay, der nicht weiß, was die Blockchain ist. Genau. Einen schönen Tag noch. Ja, tschüss, Betrüger. Habt ihr gehört, wie nervös sich dieser unsicher überforderte Betrüger dauernd geräuspert hat? Der war wohl komplett neu in dieser Betrugsmasche. Diese Idioten können nicht mit selbstsicher auftretenden Telefongegnern umgehen. Das stellen wir immer wieder fest.
Ich kann nur hoffen, dass er noch viele meiner Kollegen anruft und die ihn gehörig nerven und ärgern, bis er dann wegen fehlendem Erfolg rausgeschmissen wird. Für heute sage ich Tschüss. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch andere Videos aus meiner Playlist anhören, die ja nach Jahren sortiert ist. Viel Spaß dabei, bis bald, euer Callcenter-Crusher.